Hallo Leute, Mr.NET ist wieder hier mit einem weiteren Pattern der Gang of Four. Heute geht es um das Composite Pattern. Sehen wir uns das Ganze im UML-Diagramm an. Wir sehen hier einen Client, der auf ein Interface zugreift, das sich hier iComponent nennt. Und dieses Interface wird von zwei unterschiedlichen Objekten implementiert. Einmal vom primitiven Objekt, hier genannt das Leaf, also das Blatt, und einmal vom Composite, das eine Liste von weiteren iComponents enthält. Also das Composite hier ist mein komplexes Objekt. Was der Vorteil davon ist, ist, dass der Client, wenn er jetzt auf ein iComponent zugreift, nicht weiß, ob es sich hier um ein primitives Objekt, also um das Blatt handelt, oder ob es sich hier um ein Composite handelt, also um ein komplexes Objekt. Ein weiterer Vorteil, ich kapsel quasi eine komplette Hierarchie in meinen Component. Man könnte es sich so vorstellen, dass es ein Verzeichnis ist, ja. Ein Composite ist einfach ein Directory und mein Leaf hier repräsentiert eine konkrete Datei in einem bestimmten Directory. Sehen wir uns das Ganze in unserem Source Code an. Zuerst implementieren wir ein Interface, das nennen wir iComponent. Dieses Component enthält einfach eine Methode, wir nennen sie ist vom Typ Void. Wir nennen sie Operation. Danach benötige ich zwei Objekte. Das ist einerseits eine Klasse, die nennen wir Leaf. Und diese Klasse implementiert das iComponent. Natürlich muss sie auch die Methode implementieren. Und dann implementieren wir uns noch ein Objekt, das nennen wir dann das Composite, das ebenfalls das iComponent implementiert. Auch dieses Objekt muss die Methode des Interfaces implementieren. Unser Blatt ist ein primitives Objekt und jedes Mal, wenn wir ein Blatt erstellen, also ein Leaf, nutzen wir dafür den Konstruktor und dem übergeben wir einfach einen Namen. Diesen Namen speichere ich hier als privaten String, indem ich dann im Konstruktor sage, this underline name is name. Und die Operation hier nutzt einfach die console-write-line-Methode. Write line und gibt mir einfach den Namen meines Blattes aus. Das iComponent ist ähnlich aufgebaut. Ich habe hier auch meinen private String mit einem Namen. Ich habe hier einfach einen Konstruktor Composite. Auch hier übergeben wir den Namen im Konstruktor als Argument, dass ich ihn hier setzen kann. Und auch die Operation führt hier ein console.writeLine mit unserem Namen aus. Aber zusätzlich muss jetzt auch das Composite eine Liste enthalten. Die können wir ruhig public machen. Und die Liste enthält beliebig viele Components. Ich nenne die Liste Components. Das gibt mir die Möglichkeit, dass mein Composite beliebig viele weitere Komponenten enthalten kann. Das kann entweder jetzt weitere Composites
Composite-Objekte sein oder auch diese Blatt-Objekte hier. Und zusätzlich, wenn ich hier jetzt die Operation ausführe, nutze ich hier noch ein for each Statement, names in components. Das sind nicht die names, das sind die component. Und für jedes Komponent in meiner Liste nutze ich hier ebenso die Methode console.writeLine component.name. Das Problem ist, dass mein Interface hier jetzt dann natürlich keine Methode anbietet. Deswegen sage ich hier String getName. Natürlich müssen jetzt da beide Klassen, die dieses Interface implementieren, die Methode auch implementieren. Und hier gebe ich einfach Return Name, wobei, jetzt fällt mir ein, ich benötige das gar nicht, weil es ja ein Komponent ist, rufe ich ja die Operation auf. Ohne das console.writeLine. Das genügt in diesem Fall hier auch. Gut, jetzt habe ich meine zwei Objekte. Jetzt werde ich es hier drinnen nochmal zeigen, indem ich mir hier ein Leaf 1 erstelle mit dem Namen Leaf underline 1. Ich erstelle mir ein Objekt mit Leaf 2. Dann erstelle ich mir noch ein Composite 1. Composite_1 und ich erstelle mir noch ein Composite_2. Und jetzt verschachtle ich das Ganze, indem ich sage Composite_1 components.add. Ihm übergebe ich, also ich übergebe Composite 1, mein Composite 2 und ich sage, dass Composite 1 auch das Leaf 1 enthält. Und das Composite 2, dem füge ich mein Blatt 2 hinzu. Gut, jetzt sind sie schon verschachtelt. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch am Root-Element, das wäre hier zum Beispiel mein Composite 1, die Operation-Methode ausführen. Ich starte das Programm. Wir sehen hier, zuerst wird der Name Composite 1 ausgegeben. Das ist der Name meines Composites hier, dessen Operation-Methode ich aufrufe. Danach wird das Composite 2 aufgerufen. Das ist, weil ich danach in jedes Komponent meiner Liste iteriere und dort ebenfalls die Component-Operation-Methode aufrufe. Deswegen kommt Component 2 und in meinem Component 2 habe ich auch das Leaf 2. Das mir hier den Namen ausgibt und ich habe in meinem Komponent 1 noch das Blatt 1. Das ist auch schon eigentlich das Composite Pattern. Viel gibt es dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich rüberbringen. Wenn ich etwas vergessen habe, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare hinein, damit ich meine Videos für euch verbessern kann. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video und tschüss.